Sieht doch ganz gut aus. Herr im Himmel, meine Augen. Bagley! Pack ihn weg und an die Arbeit. Wir sprechen nie wieder darüber. Okay, Dinge, die ich nicht sehen wollte. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs Legion. Und wir machen heute weiter. Wir sollen den Kontakt beim EPC treffen und das ist das Nächste, was uns jetzt so quasi ins Haus ansteht. Dazu brauche ich ein... So, gucken wir mal. Da vorne ist irgendwo ein Dokument, was ich eigentlich noch mitnehmen würde. Ich stehe immer noch hier, ne? Ich glaube, hier waren wir... Ja, doch. Ja. Wir haben ja zuletzt ein bisschen Mission gemacht. Wir sind im Piccadilly Circus übrigens, für die Leute, die es nicht erkennen. Das nehmen wir mit. Und da vorne ist auch noch irgendwas, was uns durchaus interessieren kann. Ich nehme natürlich nicht immer alles mit und alles auf, und aber ich versuche zumindest. Ich gucke gerade, wo es ist. Warte mal. Ist das nicht hier drin? Okay, das ist nicht hier drin. Also gut. Dann ist das außen dran oder so, ne? Ja, auch nicht. Hä? Ich weiß blöd. Gut. Dann muss ich dann doch runter. Da oben ist es doch. Nimm mal was mit zum Hacken. Ein Ethos-Skimmer. Aha. Ja, warum nicht? Nehmen wir mit. Kann man ja. Was haben wir hier? Ist das ein Fußball? Ernsthaft? Jetzt wirklich? Ah, okay. Da, da ist wieder auch ein Dokument, was ich mitnehmen will. Hier ist es. So. Gut, okay. Ich brauche ein Auto. Im Ideal verklaue ich mir hier natürlich ein Auto, aber das kann ich natürlich nicht machen. Hier ist so eine komische Festung. Die lasse ich jetzt auch mal gerade einfach Festung sein. Ich brauche ein Auto. Oder wie weit ist denn das zu Fuß? Okay, das ist ein ganzes Stück. Das ist, glaube ich, jetzt so sinnvoll nicht. Aber ich warte mal gerade auf mein Auto. Ich bin jetzt ein bisschen außerhalb. Tut mir leid, ich stehe mal dein Auto. Ich... Scheiße. Ja, super. Okay, ich dachte, das mit der Überwachung hat jetzt irgendwas mit uns zu tun. Hat jetzt nicht den Fall. So, also wir fahren zum Zielpunkt auf jeden Fall. Die Mission machen wir heute. Das ist, heißt unterwegs verschwunden. Mal gucken. Ja, Watch Dogs, da wird jetzt eine Weile dauern. Ich habe jetzt lange darauf gewartet, bis wir dann endlich hoffentlich mal Minecraft irgendwann weitermachen. Wir sind jetzt in Limbeth. Aber es geht momentan einfach nicht und seht es bitte nach. Und deswegen läuft auch dieses coole Spiel gerade heute. Alter, also jetzt momentan. Upsi. Entschuldigung. So, dann fahren wir da mal rein, wollte ich sagen, aber okay, ich muss mich mal kurz an... Ich fahre mit dem Auto kurz rum, weil hier ist eigentlich der Eingang irgendwo. Die Frage ist, komme ich jetzt hier... rein? Also scheinbar hier vorne... Aha. Okay. Ich habe mir Caitlin Laus Untersuchung mal genauer angesehen. Und es gibt da eine enorm hohe Zahl vermisster Personen rund ums EPC. Sie war da auf einer heißen Spur. Also finden wir unseren Freund und hauen ab. Wenn sie vorher rauskriegen, dass Angel zu Deadsec gehört, wäre Umbringen noch die harmlose Variante. Wurde einer oder mehrere Verdächtige gemeldet. Wir gehen vorsichtig vor. Ende. Bitte.
Ja. Gleich da. Bereit halten. Ich verschwinde mal da rein. Ich halte mir gerade einfach mal komplett raus aus der. Sollte eigentlich noch mal. Ich habe die Zielperson verloren. Zentrale, geben Sie eine Fahndung auf. Die Zielperson ist weg. Ich mach mal die Tür zu, bevor es dann irgendwie wieder vor Besuch bekommen. European Processing Center. Ich erinnere mich gerade so alles ein bisschen eher an, an... Ich habe mit Bagley geredet. Oh. Ich habe mich schon um deinen Zugang gekümmert. Du kommst unbemerkt rein. Okay. Halt mich nur aus deren System raus, klar? Ich brauche, weiß Gott, nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Keine Sorge, ist alles gefälscht. Aber triff mich auf dem Dach. Das ist der einzige Ort hier, der nicht nach Pisse riecht. Ich habe Infos für dich. Das European Processing Center. Deren Prozess sieht so aus, dass sie Deportierte einfärchen wie Vieh und sie dann vergessen. Aber hey, alles zum Schutz von London, nicht wahr? Da oben ist eine Kamera zum Hacken, oder? Die ist offen. Die ist offen. Ja. Da ist noch irgendwas. Moment. Ich will die Türen sperren, das ist es halt. Sollte ich auch ohne Probleme reinkommen. Weil ich will mich da mal umgucken. Falls hier irgendwas Wichtiges ist. Okay, die komische Kiste, die liegt. Habe ich die nicht hier? Ich dachte, ich hätte sie hier irgendwo gefunden. Schau mal nicht. Aber egal. Ist ja in Ordnung, wenn man sich auch ab und an mal ein bisschen umguckt. Vorne geht's auch hier weiter. Ja, da vorne ist der Kontakt. Ich suche aber gerade noch was anderes, nämlich hier das Dokument oder beziehungsweise diese Datei. Ah, ja nicht, okay. Kann ich open hier? Huh. Der Kontakt ist oben, oder was? Dann müssen wir da hoch. Warte mal, hier ist noch irgendwas. Achso, das ist nur eine Dartscheibe. Okay. Ich bin eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht im Dart. So, okay. Gehen wir mal rein. Was zum Teufel ist hier los? Das hier ist schlimmer als ein Gefangenenlager. Jeden Tag sehe ich hier Leute, die von ihrem Zuhause, von ihren Familien getrennt wurden. Aber ich bleibe lieber und beobachte alles. Vielleicht kann ich manchmal helfen, so wie jetzt. So eine elende Scheiße. Niemand verdient so eine Behandlung. Erst recht nicht jemand, dessen einzige Sünde es war, am falschen Ort geboren zu werden. Ja, es sind auch schon Leute verschwunden. Laut den Akten wurden sie weitergeschickt, aber das kann nicht sein. Diesen Ort verlässt niemand. Und mit diesen Hyänen von den Kellys auf der Jagd bin ich nicht gerade optimistisch, dass ihnen hier irgendwer durchrutscht. Große Klasse. Mary Kelly hat ihre schleimigen Finger wirklich überall drin. Stimmt. Also wegen dem, den du suchst. Am besten fängst du mit der EPC-Datenbank an. Sie führen Buch über jeden Neuankömmling. Und sei vorsichtig.
Bist du sicher? Ich schicke den Standort der EPC-Datenbank an deine Optik. Gut, ich muss mal zur Datenbank vorbeischauen. Das ist das große Ziel. Kann ich das Ding nicht irgendwie deaktivieren? Nö, kann ich nicht. Hier wird es eine Datenbank geben, in der wir nach Angel Logan suchen jetzt können. Achso, ich muss dahin. Ich muss das machen. Okay. Ich dachte, ich bin jetzt irgendwie zufällig in irgendwas reingerutscht, was ich. Dann brauche ich da keine Munition verwenden für. Okay. So. Ich gehe nachsehen. Kann einer mal da lang gehen? Aha. Achso, warte mal. Verdammt, wo steckst du? Findet die Zielperson. Wachsam bleiben. Ich meine, ich werde mal leider wahrscheinlich mit dem fertig. Aber ich hätte gerne trotzdem ein bisschen Höhe. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo der ist. Ach, hier unten wahrscheinlich. Ich sehe mir das mal an. Wir haben einen Spur. Los. Verstanden. Rücke vor. Du kannst es so leicht machen, oder? Ach, da. Volltreffer. Tot. So. Da oben ist noch einer. Der werde ich mir mal. Der wird wahrscheinlich jetzt hier vorkommen, ja. Kann ich bedenken. Ich bin hier fest. Headshot. Okay, gehen wir mal weiter, damit wir überhaupt mal ein bisschen was heute hier auf die Reihe bekommen. Kann ich mal nicht rüberklettern, okay? Scheinbar nicht. Nee, jetzt. Wo müssen wir denn da hin? Ich bin sicher, dass er hier irgendwo ist. Großer Fehler. Okay, da ist immer noch einer da oben. Ach, den will ich mit dem will ich fertig. Gut gemacht. So. Das ist eine Leiche, das ist sehr uninteressant. Ach, welche Überraschung, dass wir da nicht reinkommen. Gucken wir mal da oben. Gehen wir mal in die Kameras, damit ich mir das mal hier so ein bisschen genauer angucken kann. Aha. Okay. Das heißt, ich muss da irgendwo durch. Ich muss ja da irgendwo rein. Na?
eigentlich? Darf ich ja mit der Kamera? Aber... Ah, hier unten. Ach ne, das war eine falsche Kamera. Warum auch immer ich jetzt... Also gut, okay. Da. Scheinbar ist da gerade für mich kein... Also ich würde da ja gerne rein. Finde das Sicherungsterminal. Warte mal, da muss doch irgendwo eine Möglichkeit sein. Im Zweifel dieses Ding hier. Also die Frage ist, komme ich da jetzt rein? Scheinbar noch nicht. Ich habe mir gerade einen Key runtergeladen. Wofür auch immer. Zweifel nehmen wir immer die Ausmann. Dann nehme ich mir das, mache ich mir das Ding hier mal auf. Um die Verbindungstür aufzuhaben. Aber das große Ziel ist mich hier. Schon, Berkeley. Sag mir, dass du was gefunden hast. Habe ich. Seine Akte wurde wie hunderte andere aus der Hauptdatenbank gelöscht, aber es ist alles belegt. Selbst bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit erledigt die Regierung ihren Papierkram noch ordentlich. Es gibt eine Aufnahme namens Ausgangsinterview. Und das sehen wir uns, beziehungsweise, wie wir hier weiterkommen. Schauen wir uns nochmal was wir mit Terroristen machen, Lopez? Ah, langweil mich nicht, indem du das abstreitest. Wir wissen, dass du ein DedSec bist. Denkst du, wir hätten dich zufällig mitgenommen? Ganz bestimmt nicht, Mann. Nichts zu sagen? Tja, dann wird das hier kein Spaß für dich werden, denn ich will Informationen. Der Rest deiner Zelle, wo sind sie? Ich will Namen, Orte, alles, was du hast. Haltet ihr mich für doof? Ich sage euch alles und was passiert dann? Ihr lasst mich gehen? Ich sage nichts. Ich weiß, wie das ausgeht. Oh, das glaube ich nicht. Ich werde dich den Wölfen vorwerfen. Die Kellys haben eine interessante Art, Probleme zu beseitigen. Denkt ihr, ich hätte vor ein paar Gangstern Angst? Oder vor einem Bad in der Themse? Fickt euch! Hm. Okay, ich dachte, ich hätte irgendwie die Möglichkeit, die Spinne rauszuholen. Erst werden sie dich verhökern. Für Lösegeld, klar. Dann, wenn sie es bekommen haben, werden sie dich zerstückeln und in der ganzen Stadt verteilen. Was auch immer, ich komme damit klar. Du tust mir fast schon leid. Bringt ihn schon in die verdammte Klinik. Oh shit. Sie wussten die ganze Zeit, dass er zu DedSec gehört. Das sieht nicht gut für Angel aus. Die Klinik hält sich an die gesetzlichen Öffnungszeiten. Das heißt, jetzt ist geschlossen. Wir müssen Angel auf altmodische Weise finden und ihren CTUS-Hub hacken. Ja, und das gucken wir mal, ob wir uns in der nächsten Folge das mal ein bisschen angucken. Deportationsängste, schreckliche Lebensbedingungen, unerklärtes Verschwinden. Es macht fast den Anschein, als würden die Medien die Lage hier absichtlich ignorieren und lieber... Oh, sieh eine an, Beatrice Stockley, 89, hat ein neues Hobby, Kickboxen. Faszinierend. Wenn das EPC ein typisches Beispiel für menschliche Interaktion... Ist jetzt egal. Ich würde sagen, wir machen mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter. Hier bei Watch Dogs Legion.